So, die Bienen haben wir in den Griff bekommen. Die sind ja wirklich verschwunden mit der Dämmerung. Und heute Morgen waren nur noch wenige am Eimer. Die sind dann auch schnell weggeflogen, weil sie kein Süßwasser mehr gefunden haben. Und jetzt sind wir unterwegs. Jetzt haben wir einen richtig schönen, wunderbaren Südwind und sind unterwegs zum nächsten Ankerplatz. Wir sind unterwegs zur Isla Las Animas, eine der 9 Inseln, die die Midriff Islands bilden. Diese Inselgruppe liegt im Norden der Sea of Cortez zwischen dem mexikanischen Festland und der Baja California. Viele der Inseln sind Nistplätze für Seevögel und Heimat endemischer Spezien wie der San Esteban Chacuala, einer Leguana. Zudem beheimaten einige der Inseln große Kolonien kalifornischer Seelöwen. Diese neugierigen Tiere werden hier zu unserem ständigen Begleiter. Hallo. Bei dieser schönen Fahrt mit dem leichten Südwind von Achtern leicht. Hat sich zufällig ergeben, dass aus der Nachbarbucht auch ein Schiff rausgefahren ist und zufällig den gleichen Kurs, und jetzt hat sich dort so eine kleine Wettfahrt wahrscheinlich entwickelt. Auf jeden Fall hat er jetzt auch seinen Kurs angepasst und fährt in die gleiche Richtung wie wir. Und momentan haben wir fast die gleichen Geschwindigkeiten. Schiffsgröße ist auch fast gleich. Also mal sehen, wer da am Ende die Nase vorne hat. Entfernung von ihm ist momentan 0,3 Meilen. Dreiviertel Stunde später, wir sind jetzt daneben. Wir sind also doch ein ganz, ganz kleines bisschen schneller. Hab natürlich wieder den Trick angewandt, weil wir ja den Wind von Achtern haben. Ich habe das Schwert hochgemacht, damit wir unten drunter weniger Fläche haben. Und es hilft etwas. Es hilft etwas. Ein Seelöwe, eingewickelt mit Setern. Und lässt sich durch uns gar nicht stören. 2 Meter, 3 Meter dran vorbeigefahren, das interessiert ihn gar nicht. Und dann lacht er so in der Sonne, so boah. Und voll mit Seetang eingewickelt. Und mit Seetang eingewickelt. Das ist echt. Am nächsten Morgen passieren wir unter anderem die Isla Rasa. Auf der nur 0,2 Quadratkilometer großen Insel brüten jedes Jahr zwischen Februar und Mai mehr als 300.000 Hermannmöwen sowie mehr als 200.000 elegante Seeschwalben. Dies ist nahezu 90% der Gesamtpopulation. In der Vergangenheit um 1800 wurden hier übrigens tausende Tonnen Guano gesammelt und zu Häfen in der gesamten Welt transportiert. Aber nicht nur Isla Rasa ist von Guano überdeckt, auch Teile der Isla Partida, wo wir die kommenden Tage vor Anker verbringen werden. Sieht aus wie ein Turm, der da hingebaut wurde, gell? Und ja. Obendrauf das Nest. Aber sieht echt so aus wie so geziegelt. Unser Wassermacher. Nach 2600 Betriebsstunden und nach 1600 Betriebsstunden Revision. Und so sieht er dann aus mit den ganzen Krusten und dem ganzen Mist. Und was wir jetzt für ein Problem haben, ist der Motor. Er dreht nicht mehr gescheit, warum auch immer. Ich vermute mal wieder die Kohlebürsten, und jetzt werde ich nochmal komplett auseinanderbauen. Revidiert werden muss er sowieso. Wollte ich eigentlich erst in 14 Tagen machen, wenn man dann für längere Zeit außer Betrieb setzen.
Aber hat sich jetzt nun so ergeben, dass wir das jetzt machen müssen. Es geht nicht anders. Ja, alles verkrustet, verrottet, verdattelt. Muss alles sauber gemacht werden. Alles sauber machen, schön clean machen wieder. Neu einfetten, neu schmieren, neue Dichtungen rein. Bei der Revision bestätigte sich Hakkos Vermutung. Die Kohlen waren nach knapp 1000 Betriebsstunden wieder komplett abgenutzt. Das bestätigt, dass die Ankerwicklung defekt ist und auch diese ersetzt werden muss. Und da für den Motor keine Ersatzteile lieferbar sind, war die schlussendliche Konsequenz, den kompletten Motor zu ersetzen. Und deswegen feuern die Kohlen und deswegen sind die Kohlen anstatt nach 5000, nach knapp 1000 Betriebsstunden schon runter. Das ist meine Population, ein bisschen mehr wie nur 3-5. Nördlich der Isla Partida befindet sich der Felsen Roca Blanca und auf diesem unsere bislang größte Kolonie an kalifornischen Seelöwen. Hier haben wir die Chance, diese lustigen, neugierigen Zeitgenossen sowohl über als auch unter Wasser zu beobachten. Kolonien kalifornischer Seelöwen findet man an der Küste Kaliforniens, Nordmexikos und im Golf von Kalifornien. Die meisten von ihnen sind ortstreu und kehren jedes Jahr zur Paarungszeit an den gleichen Ort zurück. Die deutlich größeren Männchen treffen als erstes dort ein. Nachdem sie ihr Revier erkämpft haben, scharen sie 5 bis 12 Weibchen um sich herum. Dicht gedrängt sitzen sie auf ihren Felsen und 11 Monate nach der Paarung gebären die Weibchen jeweils ein Junges. Die Jungtiere werden 3 Monate lang gesäugt, aber nach nur 2 Wochen sind sie schon so selbstständig, dass sie kleine Verbände bilden, in denen sie gemeinsam umherlaufen und spielen. In ihrer Gestalt unterscheiden sich die kalifornischen Seelöwen deutlich von anderen Seelöwenarten. Sie sind schlank, ihr Kopf ist zugespitzt und die für andere Seelöwen typische Mähne der Bullen fehlt. Sie gelten zudem als die elegantesten und schnellsten unter den Robben. Sie tauchen in Gruppen rasend schnell und super wendig flitzen sie durch das Wasser. Und dabei sind sie auch noch wahnsinnig neugierig. Einige Tage später verlassen wir die Isla Partida. Wir segeln in die Bucht Anima Slot auf der Baja California und verbringen dort 3 wunderschöne Tage und Nächte über und unter Wasser.
Norden des Golf von Kalifornien soll die Chance, Walhaie zu sichten, ab Juli besonders hoch sein. Vor allem in der Bahia de Los Angeles, einer sehr großen, weitläufigen Bucht, sollen sie sich den Sommer über aufhalten. Über Walhaie ist noch relativ wenig bekannt. Es ist also nie sicher, wo und wann sie sich an bestimmten Orten aufhalten werden. Deshalb sind wir umso dankbarer, dass wir tatsächlich das riesige Glück hatten, dem größten Fisch der Welt zu begegnen. Ihm so nahe zu kommen, das ist einfach immer noch unfassbar. Walhaie sind mit durchschnittlich 6 bis 8 Metern die größten Haie bzw. die größten Fische der Welt. Sie sind in tropischen und subtropischen Meeren auf der ganzen Welt zu Hause und ernähren sich ausschließlich vom Plankton und anderen Kleinstlebewesen, die sie durch das Ansaugen des Wassers filtrieren. Sie wandern oft Tausende von Kilometern, kehren aber scheinbar immer wieder zu bestimmten Stellen, wie in Gebiete mit saisonaler Planktonblüte oder generell in planktonreiches Wasser zurück. Walhaie werden bis zu 100 Jahre alt und pflanzen sich erst ab einem Alter von 10 bis 30 Jahren fort. Was ich dabei super interessant finde, ist die Tatsache, dass sie keine Eier ablegen, sondern lebende Junge gebären. Das kommt daher, dass die Jungen üblicherweise bereits in der Gebärmutter schlüpfen. Zudem kann das Weibchen die Entwicklung der Embryos und damit die Geburt anscheinend über viele Jahre hinweg steuern. Anscheinend trägt sie Jungtiere in den verschiedensten Entwicklungsstadien in sich und gebärt nur dann, wenn sie die Überlebenschancen ihres Nachwuchses als hoch einschätzt. Es kann von daher sein, dass sie 300 lebende Junge auf einmal gebärt. Es ist einfach krass, diesen Fisch einmal hautnah erleben zu dürfen. Get out, we can leave this city.
Nach einem wunderschönen Segeltag entlang der Isla Angel de la Garda erreichten wir unsere vorerst letzte Bucht in der See, Puerto Refugio. Auch hier verbrachten wir noch ein paar idyllische Tage, sowohl über als auch unter Wasser, bevor es weitergeht nach Puerto Peñasco. Aber mehr zu dieser Etappe und zu unserer Zeit in der Werft erfahrt ihr in der kommenden Episode. Bis dahin alles Liebe und ganz herzlichen Dank, dass ihr dabei seid. Strive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty with the wind blowing in your hair. We can look back someday.